Yo Leute, Dopedämpfer TV ist wieder hier und heute geht's um Zickzack Slim Filter. Dopedämpfer TV. Wie vielleicht der ein oder andere weiß, ich teste auch Nebenprodukte, wie zum Beispiel hier in dem Fall Filter oder Papes oder irgendwann mal vielleicht Stopfgeräte, Hülsen etc. Und auf jeden Fall das letzte Video oder das erste Video von dieser Reihe waren ja die Giese Slim Filter. Und heute testen wir von Zickzack die Slim Filter. Die sind 6 mm im Durchmesser und 15 mm in der Länge. Und ja, da gucken wir mal, wo die sich unterscheiden. Wir drehen uns jetzt erstmal eine. Ich glaube, das letzte Mal habe ich auch mit Pueblo gedreht, wenn ich mich nicht irre. Könnte eigentlich gut sein, ich glaube schon. Wir haben uns jetzt einfach jetzt erstmal eine gedreht und eben angezündet. Verwendet habe ich die Giese Fine Papes und den guten alten Pueblo. Ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, da ich den das letzte Mal auch dazu verwendet habe. Könnte vielleicht so Standard jetzt dann sein, wenn ich zum Beispiel jetzt die Giese Fine Blättchen vorstelle, da ich halt immer Pueblo nehme. Wäre eigentlich ganz gut, finde ich. So schaut die Verpackung von Zickzack Slim Filter aus. Wir haben hier so ein animiertes Paper, wo halt aufgerollt wird und man halt hier sieht, wie viel Filter man drin hat, oder man sieht halt die Filter. Hier steht noch 150 Tipps, also Filter. Zickzack Slim Filter ist in so einem gelben Ton gehalten, alles. Hier oben noch dieses Symbol für Zickzack. Hinten tut sich gar nichts, also alles transparent hier hinten. Unten steht halt noch drauf zickzackpapers.com. Empfehle ich euch auf jeden Fall, auf diese Seite zu gehen, weil die ist so krass elendig, mega geil gestaltet. Und ja, also vom Verpackungsdesign cool, aber die Packung ist ein bisschen laut. So schaut ein Filter von den Zickzack Slim Filtern aus. Einfach bloß weiß. Nichts weiter drauf. Einfach bloß weiß. Ich lese euch jetzt die Geschichte vor, und zwar von der Homepage von Zickzack, also zickzack-papers.net. Und ja, die Seite ist wirklich krass aufgemacht, also wirklich mit geilen Effekten und alles. Und ich lese euch jetzt einfach mal vor, wie das dazu kam, dass Zickzack überhaupt was mit Zigarettenpapier überhaupt zu tun hat. Und zwar hier steht: Die Legende erzählt, dass während des Kampfes von Sebastopol die Pfeife eines Zouaven durch ein Geschoss getroffen wurde und zerbrach. Er war der Erste, der die Idee hatte, seinen Tabak mit Hilfe des Papiers seines Gewehrpulversäckchens einzurollen, und erfand so das Zigarettenpapier und die Zigarette dann natürlich auch. Aus diesem Grund ist der Zouave seit mehr als 100 Jahren die Symbolfigur des Zickzack Papers, zu Ehren dieser erfinderischen Soldaten. Und ja, ich habe euch halt im Hintergrund noch die originalen Bilder gezeigt, wo halt auf dieser Homepage mit drauf sind. Da ist dann, glaubt, es ist Französisch oder so. Schaut Französisch aus oder Spanisch. Weiß ich nicht ganz genau, vielleicht auch Latein, keine Ahnung, wirklich nicht. Schaut auf jeden Fall mal auf dieser Seite vorbei, weil die ist wirklich nicht ohne, würde ich da mal ganz grob sagen. Und ja, von der Geschichte war es jetzt. Ihr habt jetzt die Geschichte gehört und jetzt kommt von mir das Fazit. Im Vergleich zu den Giese Slim Filtern finde ich die Giese Slim Filter besser, da die Verpackung eben nicht so hart ist. Also wenn ihr hört, ihr ja, die ist extrem laut, aber es steht auch noch drauf, halt, dass es reißfest ist. Glaube ich, oder soweit ich weiß, ist mir noch nie eine Zickzack Verpackung aufgerissen oder ähnliches. Der Nachteil auch noch hier ist, dass ihr oben aufmachen müsst. Dadurch könnte passieren, wenn ihr es in der Hosentasche habt, dass die so aufplatzen, jetzt mal im Extremfall, und ihr die falsch schon drin habt,
dann fliegen eben alle raus. Das könnte passieren. Bei den Gieseslimmfiltern habt ihr hier ein Loch drinnen. Und was noch ein bisschen stört, was mich aber jetzt eigentlich nicht so anreizt, also ich jetzt nicht so schlimm finde, ist, dass hier auf dem Filter eben keine Klebefläche ist. Was mich aber jetzt nicht so stört, weil ich nutze die Klebefläche eigentlich nie, also eigentlich vielleicht im Unterbewusstsein, also nicht im Unterbewusstsein, sondern vielleicht wenn ich das Blättchen ablecke, dass vielleicht Feuchtigkeit auch noch an den Filter drankommt und es dadurch mehr klebt. Aber wer ordentlich dreht, dem fliegt der Filter nicht raus. Also da kein Vorteil in meiner Sicht jetzt, ja, vielleicht für Anfänger sind dann die Giese Slim Filter ein bisschen besser, aber wie gesagt, die Verpackung ist ein bisschen laut, das Loch fehlt und man muss halt eben oben aufmachen und es können die Filter rausfallen. Aber vom Filterverhalten, also von der Stärke, wie es halt rausgefiltert wird, merke ich jetzt keinen Unterschied. Die Verarbeitung passt auch, also dieses Papier außen drum um diese Filtermasse ist oder bleibt dran. Das habe ich bei manchen das Problem schon erkannt, in Anführungsstrichen, dass manchmal dieses Papier außen drum abgeht. Und ja, passen ist ein ordentlicher Preis. Ich glaube 1 Euro bis 1,10 Euro, 1,20 Euro, sowas im Dreh ungefähr, müsst ihr damit rechnen. Aber hier sind, wie gesagt, 150 drinnen und eben bei den Giese Slim circa 120, also steht auch so drauf. Und ja, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis gut, aber mir fehlt halt persönlich dieses Loch und mich stört es ein bisschen, dass es so laut ist. Die Zigzag Slim Filter bekommen von mir 7,5 von 10 Punkten, weil halt, wie gesagt, die Verpackung ein bisschen laut ist. Die Gefahr besteht, dass es aufplatzt, die Verpackung, und dass alle rausfliegen und dass dieses Loch mir da vorne fehlt. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst eine Bewertung da, schreibt in die Kommentare, welche Filter ich vielleicht verwenden soll oder halt vorstellen soll. Ob ich mal spezielle Papes vorstellen soll. Als nächstes, glaube ich, kommen die Giese Fein, wo ich halt sehr oft verwende. Ich werde jetzt ein bisschen überbelichtet, weil die Sonne herstrahlt. Und ja, dann bin ich weg. Bis die Tage. Ciao. It's in the stories that we see. Someone's waiting to be told.